hier meine, der hier arbeitet, der soll sich diese wunderbare Stadt auch leisten können. Dann muss die riesige Investitionswelle namens Schulneubau dafür genutzt werden, gute Arbeitsplätze am Bau zu schaffen. Und dann wollen wir bei den vielen, vielen Initiativen rund um das Thema Digitalisierung große Begeisterung der Politik nicht nur bei Robotern, Flugtaxis und Smart irgendwas sehen, sondern auch für die Sicherung guter Arbeit im digitalen Wandel. Und dann wollen wir Initiativen für gute Arbeit, gerade dort, wo es schwierig ist. Das große neue Wort heißt ja Fachkräftemangel. Gute Schulen, gute Hochschulen, gute Berufsorientierung, Übergänge von der Schule in den Beruf, das alles ist absolut wichtig und wird von uns unterstützt. Und es ist gut und richtig, dass immer wieder Tausende zusammenkommen, um gemeinsam dafür zu kämpfen, dass es vorangeht mit guter Arbeit. Und so, wie das Motto des DGB bei diesem 1. Mai ist, so müssen wir uns jeden Tag gemeinsam dafür engagieren. Gewerkschaften, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Politik und auch die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, dass wir in einem Land leben mit guter Arbeit. Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen, Investitionen kommen nach Berlin. 50.000 Arbeitsplätze sind letztes Jahr in Berlin entstanden. 60.000 Menschen arbeiten inzwischen in Start-ups im Digitalbereich in Berlin. Und das ist toll. Das kann nur eine Signalwirkung sein der Länder. Die Unternehmen müssen nachziehen, damit es gute und sichere Arbeitsplätze gibt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zu einer gesunden Wirtschaft gehört Industrie. Und vor allen Dingen in Ostdeutschland und auch in Berlin brauchen wir die Industriebetriebe. Und dafür werden wir auch gemeinsam kämpfen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend, ja, wir müssen auch solidarisch sein. An diesem 1. Mai wird es einem bewusst, solidarisch sein mit denen, die keine Arbeit haben oder die vielleicht von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Deswegen habe ich einen Vorschlag gemacht zu diesem solidarischen Grundeinkommen. Weil Arbeit einen Wert hat. Es geht darum, auch ein Recht auf Arbeit zu haben und das diesen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch zukommen zu lassen. Wo faire Tarifverträge existieren, geht es dem einzelnen Beschäftigten besser und dem ganzen Land. Ich sage, wir erzeugen mit dem Geld Nachfrage und Wachstum. Unsere Erwartung an die Bundesregierung ist klar. Das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit ist überfällig, Kolleginnen und Kollegen. Die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben muss eine Selbstverständlichkeit sein. Und das gilt auch für die Angleichung der Arbeitsbedingungen zwischen Ost und West. Viele Menschen machen sich Sorgen. Viele fragen sich zu Recht, ist der Arbeitsplatz in einer sich wandelnden Arbeitswelt sicher? Kann ich noch mithalten, wenn sich alles immer schneller dreht? Gute Ausbildung, gute Arbeit und gutes Einkommen, das ist die Grundlage für eine solidarische Altersvorsorge der Zukunft. Wir werden nicht zulassen, dass jungen Leuten, die in einer Arbeitswelt 4.0 lebenslang lernen werden, schon der Start ins Berufsleben verwehrt wird, Kolleginnen und Kollegen. Wir setzen uns gemeinsam ein mit unseren jungen Kollegen für die Gestaltung der Zukunft der Arbeit. Und damit meinen wir eine solidarische Arbeitsgesellschaft, in der Tarifverträge die Arbeitsbedingungen gestalten und dafür sorgen, dass der Wettbewerb um die besten Ideen und nicht um die schlechtesten Entgelte stattfindet. Wir meinen eine Arbeitsgesellschaft 4.0, die keine digitalen Nomaden produziert, die von Plattform zu Plattform ziehen, sondern gute Arbeit im digitalen Zeitalter zum Maßstab macht. Eine Gesellschaft, die Langzeitarbeitslosigkeit verhindert und neue, wirksame arbeitsmarktpolitische Konzepte entwickelt. Hier brauchen wir eine Offensive, eine offene Debatte. Und es ist gut, dass diese Debatte hier von Berlin ausgeht, Kolleginnen und Kollegen.
sage ich, die Gewinne sind in Innovation, in tragfähige Konzepte für die Standorte und in Beschäftigung zu investieren. Den massiven Personalabbau, die Schließung von innovativen und hochmodernen Traditionsstandorten wie das Berliner Dynamo-Werk und Letwenz werden wir in Berlin und an allen betroffenen Standorten nicht akzeptieren, Kolleginnen und Kollegen. Doch welchen Stellenwert kann ein solcher Tag der Arbeit jetzt noch haben, da der Arbeit ihre regelrechte Abschaffung droht? Die Ersetzung der Arbeitskraft durch technische Innovationen ist für viele längst Realität und für uns als junge Arbeitnehmerinnen eine ständige Bedrohung. Wenn in unserer Generation niemand mehr Sicherheit darüber hat, dass der eigene Beruf nicht bereits bei Beendigung der Ausbildung technisch wegrationalisiert ersetzt werden kann, dann gilt es, auf diese Entwicklung schnellstmöglich Antworten zu finden. Lasst uns die Arbeit neu denken. Ein Fleischer verdient in seinem ersten Ausbildungsjahr gerade einmal 303 Euro. Davon kann niemand von uns leben.